Okay, ich muss ehrlich gestehen, mit Big Blue Button bin ich nicht so häufig unterwegs, aber ich glaube trotzdem, dass wir es hinbekommen. Ich habe euch schon für später in den öffentlichen Chat hier einen Link zum Mural geschickt. Ich habe jetzt einfach ein Muralboard vorbereitet, weil wir von der Firma aus Mural als Lizenz haben und hoffe, dass ihr da drauf kommt. Also ihr könnt es nebenbei schon mal probieren. Genau, vielleicht kann ich das auch hier rechts in den anderen Chat nochmal reinschreiben, der bei mir zumindest dasteht. Mal gucken. Genau, und nicht wundern, warum Susanne Ambros und Kollegen im Wechsel dasteht. Der Kollege im Wechsel, das bin ich. Susanne ist meine Kollegin, die das Ticket gekauft hat. Sie konnte nur gestern, ich nur heute. Und dann hat Simon dankenswerterweise gesagt, na, dann teilt. Okay, super. Schön, dass ihr da seid. Für unseren, hallo Joachim, hi Hallo. Leonie, hi. Für unseren Einstieg wäre es tatsächlich gut, wenn ihr kurz mal die Kamera anmacht. Und zwar möchte ich mit euch ganz, ganz kurz das Spiel Sekt oder Selters spielen. Ihr kennt das vielleicht. Das ist so eine Interviewpraxis auch, dass man eben seinem Interviewpartner zwei Optionen gibt und ihn bittet, sich tatsächlich eindeutig zu entscheiden. Also die Frage bei Sekt oder Selters wäre natürlich, was ist dein bevorzugtes Getränk? Und dann nicht zu sagen, naja, Sekt und Selters, sondern halt eben sich für eines festzulegen. Und dafür braucht ihr ein vielleicht kleines Zettelchen, so wie das, das ihr dann in die Kamera haltet. Und keine Sorge, dauert nicht lang. Ich habe nur drei Fragen vorbereitet und würde gleich mal mit der ersten Frage starten. Und zwar so mit Blick auf die Urlaubszeit: Berge oder Meer? Gleich zeigen oder nachher? Gleich zeigen. Meer. Oh, schön gezeichnete Berge, super. Meer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr Berge. Was war bei dir, Joachim? Da war noch mehr drauf Berge, gestanden. Berge. Berge, auch. Oh, super, okay. Die nächste Frage wäre Papiernotizbuch oder digitales Tool wie OneNote? Beide. Miro sehe ich, okay. Papier, digitaler Zettelkasten, auch cool. Digital, OneNote, okay. Super, beides. Aber Papier als bevorzugt, auch ach, schön gezeichnet, Carina, super. Ja, Achim, vielleicht kannst du es kurz sagen, bei dir verschwimmt es immer bei mir zumindest. Papier, jawohl. Okay, und bei Susanne ist auch Papier gezeichnet. Super, Dankeschön. Okay, und die nächste Frage wäre, so mit Blick auf unsere Session auch, eher lernen oder eher lehren? Hey. Lernen durch Lehren. Sehr gut. Lernen, 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 lehren, lernen. Cool. Beides, aber Lehre sehe ich bei Iris. Genau, lernen ermöglichen bei Sandra. Cool. Trainieren. Ah ja, okay, danke. Carina ist ein Hirn mit Denkblase dran. Vielleicht Carina, ganz kurz, warum Hirn mit Denkblase? Weil das Hirn bei beidem aktiv ist. Ah, okay, super. Das ist der Kopf mit Hirn. Jetzt. Ja, genau, beides quasi. Da kann ich mich schlecht entscheiden, weil ich, um zu lehren, muss ich lernen. Deswegen beides eigentlich. Okay, super. Cool. Gibt es vielleicht noch eine Frage, die ihr so stellen möchtet in dem Stil? Den anderen im Raum. Schwierig so spontan? Okay, super. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Genau. Ich fand natürlich, klar war das jetzt so die letzte Frage mit so ein bisschen einem Grinsen, habt ihr hoffentlich bei mir gesehen, gestellt. Es ist also natürlich schwierig, sich zwischen Lehren und Lernen zu entscheiden oder umgekehrt zwischen Lernen und Lehren zu entscheiden. Was irgendwie gehört beides zusammen? Und das ist für mich auch so ein bisschen der Antrieb gewesen, diese Session heute anzumelden und hoffe darauf, dass wir auch irgendwie auf diesem, ja, wie soll man sagen, in diesem Feld und auch vielleicht in diesem Spannungsfeld uns heute bewegen. Ich habe es ja vorhin in diesem kleinen Pitch schon gesagt, dass ich gerne mit euch so ein Augenmerk auch drauflegen möchte, wie wir oder wie auch ihr in eurem Kontext Lehr- oder Lernbedarf erfahrt, wie ihr davon Wind bekommt, sage ich jetzt mal, oder was ihr vielleicht auch aktiv unternehmt, um da am Puls dessen zu sein, was zum Beispiel Kolleginnen oder Führungskräfte oder wer auch immer gerade benötigt.
Ich habe gerade schon den Link zu einem Muralboard hier gepostet und hoffe, dass ihr darauf zunehmen könnt. Vielleicht ganz kurz winken, wenn es nicht geklappt hat, dann schicke ich es nochmal. Scheinen alle dabei zu sein. Dann wäre meine Bitte, dass wir da zusammen mal auf dieses erste Panel schauen. Ich assemble euch da auch mal. Also das wären so drei Eingangsfragen, die ich mitgebracht habe und wo ich mit euch vielleicht gerne in den nächsten Minuten drüber nachdenken möchte. Vielleicht könnt ihr euch von diesen virtuellen Sticky Notes ein, zwei, drei, so viele ihr möchtet, nehmen und mal gemeinsam teilen, wie ihr erstens Lernbedarfe, also welche Lernbedarfe ihr erfasst, sprich, was interessiert euch da besonders, wenn ihr zum Beispiel in eurem Umfeld unterwegs seid. Die zweite Frage wäre, wie erfasst ihr das? Also welche Methoden oder Analyse-Tools verwendet ihr? Und das dritte wäre so ein bisschen die Frage, wie häufig oder zu welchem Zeitpunkt macht ihr das in eurem Kontext? Also was sind dazu Zyklen oder gibt es spezielle, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas Neues entwickelt, spezielle Zeiträume oder Fenster? Zeitfenster, genau. Falls ihr noch nicht auf Mural wart, da gibt es ja immer auch kleine Unterschiede zwischen Miro, Mural und so weiter. Zoomen, reinzoomen könnt ihr mit dem Mausrad oder mit dem Touchpad eben. Cool, ich sehe, da kommen ganz tolle Ideen auch zusammen oder Berichte. Wenn ihr weiterschreiben möchtet, schreibt gerne noch weiter. Das ist für mich ja auch immer so ein lebendes Artefakt. Und ich merke gerade, glaube ich, dass ich selbst in der Vollbildschirmansicht nicht immer alle sehe. Also falls ihr irgendwas macht oder so, bitte auch gerne das Mikro aufmachen oder so darauf hinweisen. Wie gesagt, mit BigBlueButton arbeite ich nicht so häufig. Nicht, dass irgendwas jetzt ungehört bleibt. Okay, ich würde gerne so mal mit euch über diese drei hellgrauen Panels fliegen und drauf schauen. Ich sehe ganz, ganz viel persönliche Lernwünsche, persönliche Lernziele, also sehr viel, was direkt, sage ich mal, mit den einzelnen oder auch individuellen Wünschen, Bedarfen vielleicht auch von Lernenden zu tun hat. Ich sehe aber auch so am anderen Ende bisher leider kaum Erfassung oder nur im TRVU-Backlog. Genau, da sind wir so bei Basics vielleicht, genau. Dann sehe ich auch auf Teamebene sowas wie, ich spreche mit den Teammembern und frage sie, was sie als nächstes brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Dann einen ganz wichtigen Punkt, den ich lese, ich unterscheide zwischen need to learn und nice to learn. Genau, das finde ich auch, also da stimme ich völlig zu und finde es cool, nehme diese nette Formulierung mit. Ich habe bisher immer auch zwischen Interesse und Relevanz unterschieden, was sich auch manchmal decken kann.
Es kommt aus dem Training from the back of the room. Das ist das gleiche Konzept, dieses musst du es wissen oder wäre es halt nice und du hast ja 1000 Details und Bücher noch am Start. Ja, und manchmal ist ja auch interessant, manche Leute sagen, oh, das muss ich unbedingt haben. Nicht, dass es wirklich lebensnotwendig ist, aber beim Lernen gibt es ja auch, ne? Ich will das unbedingt lernen, weil, keine Ahnung, da gibt es ja von der Motivationstheorie jede Menge Punkte, die mitspielen, also finde ich super, genau. Dann sehe ich noch einen Post-it, da steht drauf, ich arbeite gerne mit einer Agile Strategy Map. Ja. Weiß nicht, vielleicht ja, kam auch von dir, Lena. Kennt ihr das? Ich kann das gleich mal reinposten. Das ist eine von der Agile 42. Eine Strategievisualisierung, ist eine Kombination aus Pragmatismus und Sketchnoting. Und zwar hast du dann ein Ziel mit einer Vision, das ist dieses Grüne. Und dann hast du aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft Experimente, die darauf einzahlen. Und dann hast du halt direkt die Verbindung von, was ist es, was du lernen willst, zu deinem Ziel. Wie passen die zusammen? Und das ist halt eine super coole Visualisierung. Sehr cool. Ja. Gibt's eine, super, danke. Wenn man weiter unter geht, ist ein PDF dazu, wo man das genau runterladen kann. Das ist ziemlich nice. Cool. Danke, Sabrina. Dann, Moment. Genau, Fragen in der Community. Vielleicht auch da kurz, ist das eine spezielle Community of Practice oder sowas? Oder ist das einfach so mal rumhören in der Organisation oder im Unternehmen? Das habe ich reingeschrieben, also je nachdem, sage ich mal, wenn man jetzt eine Community veranstaltet oder als Community Manager unterwegs ist, dass man einfach anhand von den Fragen, die dort aufkommen, weiß ich, da gibt es irgendwie einen Bedarf, vielleicht mal ein Tutorial zu schreiben, irgendwas aufzunehmen, nachzuforschen. Vor allem bei den Sachen, die immer wieder gefragt werden. Cool. Cool. Dann sehe ich auch noch Vorkenntnisse und Vorerfahrung. Auch da möchte ich gleich meinen Daumen geben. Finde ich sehr, sehr cool, weil es meiner Erfahrung nach sehr, sehr wichtig ist, sich einfach auch anzuschauen, was für eine Zielgruppe habe ich, mit wem arbeite ich jetzt gerade. Und ganz häufig überhaupt Leuten bewusst zu machen, was sie schon wissen und was sie an Vorkenntnissen mitbringen, genau. Super finde ich auch das Post-it aktuelle Forschungsergebnisse als Basis für die Fort- und Weiterbildung, dass man einfach dort, ich sage jetzt mal so lese ich das auch ein bisschen, immer am Puls der Zeit bleibt und auf dem Stand der Dinge. Ja, das kam von mir als Input, weil ich arbeite gerade an einer Weiterbildungsuniversität von einer großen technischen Universität. Und da war es bislang immer so, dass die erstmal ihre Forschungsprojekte gemacht haben. Am Ende haben die sich überlegt, ja, was können wir denn mit den Ergebnissen machen? Und dann haben sie so einen Dissemination-Workshop gemacht. Und ich habe gesagt, nee, das passt eigentlich nicht. Wir müssen da andere Methoden finden, weil gerade so an der Schnittstelle akademische Weiterbildung, Corporate Learning, wie kommen die neuen Themen denn einfach auch in die Unternehmen eigentlich rein? Kann man nicht warten, bis in 4, 5 Jahren so ein Forschungsprojekt beendet ist, sondern muss frühzeitig mitwirken. Und da versuche ich gerade auch eine Vorgehensweise zu implementieren, dass man einfach kontinuierlich Ergebnisse aus dem Forschungsprozess rausbricht und damit eben auch betrieblichen Praktikern Weiterbildung und Fortbildung mit diesem Thema ermöglicht. Also wenn es da Hinweise gibt, wie man sowas elegant noch machen kann, was an Methoden, bin ich sehr dankbar. Kommen wir vielleicht auch gleich bei dem zweiten Panel noch drauf, was so Methoden sind. Ich würde sagen, so ein bisschen, was Sabrina gerade gepostet hat, geht ja schon auch so vielleicht in die Richtung als etwas, was man vielleicht auch modifizieren kann. Dann sehe ich noch zwei Post-its. On Demand, fehlendes Wissen, um eine Aufgabe zu lösen. Also wie gesagt, wir sind immer noch unter der Frage, was erhebt ihr gerne? Auch diesen Unterschied zwischen Bedarf und Bedürfnis. Das klingt, glaube ich, auch schon oder klang vorhin schon mal so ein bisschen an. Ich sehe noch einen Sticky Note-Hinweis des Beirats mit einem Smiley. Ja, der ist von mir. Also ich muss mich immer entscheiden, für welche meiner Berufe ich antworte. Ich bin Dozentin auch an der Uni in Köln, fest angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und da gibt es einen Beirat, zusammengesetzt aus 8 Personen aus unterschiedlichen Bereichen, weil wir berufsqualifizierende Kompetenzen vermitteln sollen. Und da sagt dann der Beirat, wir haben festgestellt, dass bei uns im Unternehmen und bitte könnt ihr euch darum kümmern. Ja, super. Das kommt mir bekannt vor. Aus beiden Welten, weil ich auch längere Zeit an der Uni gearbeitet habe, aber jetzt häufig in Kundenprojekten bin und ich kenne aus beiden Richtungen genau diese. Genau. Aber das klingt immer so lustig, wenn man sagt, Hinweise des Beirats. Ja. Okay, super. Ich hoffe,
Ich habe nicht allzu viel übersehen. Ich sehe noch Themen, die Mitarbeiterinnen der Zukunft brauchen werden, zum Beispiel Employability oder Work Enforcement oder Future Skills. Und ich sehe noch einen Sticky Note, auf dem steht Stakeholder-Analysen. Da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf zurück, weil ich, also mein Ansatz ist immer auch so, dass so einen Lern- oder Lehrbedarf als etwas zu sehen, wo eben ganz, ganz viele Stakeholder jetzt zum Beispiel in der Organisation mitreden, auch zu Recht mitreden. Und das sollte man in alle Richtungen, denke ich, auch mal sich so ein Bild darüber verschaffen. Und ich sehe auch noch, das ist für mich dann schon fast so ein bisschen der Link zu dem Wie, nämlich selber Umfragen erstellen und auswerten. Das heißt also, ich sage jetzt mal so, Fragebögen wäre wahrscheinlich ein Tool, aber ich sehe hier verschiedene andere Mittel, die ich auch sehr, sehr cool finde. Ich fange mal an mit dem Backlog. Ich weiß nicht, vielleicht zwei, drei Sätze, welches Backlog da wie in den Blick genommen wird. Das war jetzt von mir. Also ich komme jetzt aus der Ecke Transformation, dass ich als Transformationsteam ja überlegen muss, wie ich die Veränderung gestalte. Und da ist ja Qualifizierung, Leute mitnehmen, lernen, lehren, alles mit dabei. Cool. Wir tragen das dann in unser eigenes Backlog, was wir abarbeiten, dann ein, als User Stories etc. Super, danke Iris. Dann auf einem Sticky Note lese ich lösungsfokussierte Herangehensweise. Genau, das bewegt sich jetzt gerade aus meinem Bildschirm. Ich möchte lieber dialogisch vor diagnostisch. Genau, also vielleicht da auch kurz zwei Sätze zu den Überlegungen, die hinter dem Sticky Note. Ja, es gibt ja so eine die Ansätze dialogische und diagnostische Organisationsentwicklung. Also und ich finde einfach in der heutigen Komplexitätsfülle und auch so Luhmannsche Systemtheorie, kann ich mich jetzt nicht von außen hinstellen, kann sagen, oh, ich habe euch alle verstanden, na so funktioniert ja also, ach, dann kann ich ja jetzt eine total gute Intervention designen, weil ich ja so unglaublich clever bin und ihr alle nicht. So, das möchte ich bitte nicht tun, sondern ich möchte lieber hinstellen und sagen, okay, was ist, kommt mal zusammen, lass mal gemeinsam irgendwie was sprechen, was ist das, was euch was ihr denkt, was euch weiter zum Ziel bringen wird und dann gemeinsam in kleinen Schritten da irgendwie was hin überlegen, das halte ich für lösungsfokussierter als das andere. Super, vielen, vielen Dank. Ich sehe hier Umfragen, genau, das wären wahrscheinlich Fragebögen so mit Google, zum Beispiel mit Google oder was weiß ich, Lime Survey. Ich vermute fast EvaSys ist auch ein Tool in der Richtung, kenne ich persönlich nicht. Ja, ist es. Super. Das ist quasi auch ein Uni-Tool, um Umfragen zu erstellen. Ja. Genau, Befragung mit E-Mail und Webtool hänge ich auch mal darüber. Blitzlicht oder Blitzlichtrunden finde ich ist eigentlich auch immer ein sehr, sehr schnelles und leichtgewichtiges Mittel. Kann man, glaube ich, ganz gut auch in Teams einsetzen. Also ich zum Beispiel persönlich arbeite auch als Scrum Master mit Teams. Und das hilft mir eigentlich auch immer ganz kurz, einfach wenn Leute spontan mal was sagen. Team-Workshops für spezifische Bedarfe in Teams. Workshop mit Teams hänge ich da gleich mal mit dazu. Vielleicht einen von beiden oder beide, die ihr das Post-it geschrieben habt. Wie sehen so Workshops aus? Habt ihr die vielleicht selber auch schon gemacht? Das passt ein bisschen zu dem, was Sabrina gesagt hat. Die Leute sind ja eigentlich Experten für ihre Probleme. Ne? Und in dem Workshop gehen wir haben so einen standardisierten Workshop mittlerweile, wo wir den Teilnehmern in dem gesamten Team sagen, sagt doch mal, was ihr lernen wollt. Lassen die danach dann selber auch Lernziele priorisieren und definieren und sich dann auch selber überlegen, welche Lernmethode ihnen denn helfen würde. Gerade in der IT, wo so schnell Sachen sich verändern. Ich habe keine Ahnung davon. Also ein bisschen schon, ne? Aber ich kann denen nicht helfen. Die müssen sich selber helfen. Das ändert sich so schnell. Bis ich ein Training entwickelt habe, ist das ja schon veraltet. Ja. Und auf dem Markt gibt es meistens gute Sachen. Und da haben wir so eine Workshop-Serie für Mitarbeiter in der IT entwickelt. Cool. Können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen in Austausch kommen? Ich sehe noch Kartenabfrage, vielleicht einfach wirklich mit so Papierkärtchen, so stelle ich mir das vor. Und warum nicht, wenn es wieder in Präsenz geht? Finde ich es eigentlich cool. Ja, tatsächlich hatte ich gestern einen Präsenzworkshop und bin irgendwie wahrscheinlich noch beeinflusst davon. Super. Dann über Menti oder, wie heißt das andere nochmal, Slido oder so, auch einfach am Whiteboard sammeln. Genau, alles, was hilft, ist sehr, sehr gut. Ich sehe auch Interviews, genau, was ich
immer wieder mache oder was wir auch öfters bei Kunden machen, ist eben entweder vollstrukturierte oder semi-strukturierte Interviews zu führen oder eben im Lerncoaching, wo man eher auf der Lernebene ist, eben freie Interviews, ist in meinen Augen ein wirklich sehr, sehr gutes Mittel, um dann auch Themen gerade in Unternehmen rauszuhören oder rauszufiltern, die gerade so ein bisschen im Raum stehen, aber manchmal nicht angesprochen werden, auch im Lernbereich. Genau, wieder frühzeitiges Mitwirken zum Beispiel in Forschungsprojekten oder auch in der Entwicklung von Lernprojekten. Das ist eine Erfahrung, kann ich gleich noch ein paar Sätze zu sagen, die ich aus einigen Projekten teile und die mir sehr, sehr wichtig ist, einfach früh auch potenzielle Lernende oder wirklich meinetwegen auch eine Pilotlerngruppe mit zu integrieren bei dem, was man da so vorhat und nicht einfach nur irgendwie, wie du es gerade gesagt hast, Sabrina, diagnostisch damit Tools vorzugehen. Kann aber auch, denke ich, sinnvoll sein. Genau. Interview mit dem Management, das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir hatten gerade in dem anderen Panel Stakeholder-Analyse. Ich würde sogar so weit gehen, dass es eigentlich, denke ich, immer so eine Interview-Landkarte immer wie so ein soziales Netzwerk. Und zwar kann man das, also hilft mir das auch, wenn ich das zum Beispiel beim Kundenprojekt habe, mal mit einem Ansprechpartner durchzugehen und zu sagen, wer spielt denn hier noch eine Rolle und wem muss ich da vielleicht auch nur ganz kurz Fragen stellen. Also ein Beispiel, da ging es mal um Ausbildung oder Ausbildung beziehungsweise die Einbindung auch von Ausbildungsbeauftragten. Und dann sieht man natürlich, es gibt irgendwie den, der in der EHR-Abteilung für dieses Thema Ausbildung zuständig ist. Aber es wäre eigentlich auch mal wichtig gewesen, dass man mit den Ausbildungsbeauftragten vor Ort in den Fachabteilungen spricht. Sowas eigentlich, finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, genau. Also Management und andere Stakeholder, möchte ich das sagen. Suche Nutzung von LXP-Systemen. Vielleicht darf auch kurz die Frage in die Runde, was waren die Gedanken hinter diesem Sticky Note? Also auf der einen Seite kann man ja herausfinden, was die Leute einem sagen. Auf der anderen Seite, wenn man ein Lernsystem hat, in dem die Leute suchen, man die Suchhistorie, sage ich mal, von Personengruppen sieht. Ne? Angenommen, wir haben was in der IT zum Thema Python angeboten und jetzt habe ich gesehen, 50 Leute haben nach dem Thema C-Sharp gesucht und ich habe gar nicht gewusst, dass wir das nutzen. Ist das ja auch ein Indiz für uns. Ja, super. Also ich denke auch, Analytics wird in Zukunft in meinen Augen, zumindest so aus meiner Sicht, noch wesentlich wichtiger werden, als es vielleicht bisher der Fall ist, einfach um frühzeitig, vielleicht sogar bevor ein großer Trend sich entwickelt, schon sehen zu können, was da bei den Lernenden passiert. Und ganz toll finde ich auch das letzte Sticky Note, das ich unten sehe, kollegiale Fallberatung in der Mitte. Vielleicht auch da nochmal kurz die Rückfrage, was, wie und wo es eingesetzt wurde. Also wir versuchen es auf ganz vielen Ebenen, also in den jeweiligen Teams bekannt zu machen. Wir bieten es aber auch übergreifend als Außenstehende an für Kollegen. Also eigentlich ganz breit querbeet. Sorry, mein Handy. Cool. Vielleicht eine Ergänzung dazu. Wir haben tatsächlich auch so was Ähnliches wie ein Lern-OS-Guide, wo auch die kollegiale Fallberatung mal in einer Woche drin vorkommt als Übung. Mhm. Damit jeder auch ohne Moderator oder Trainer das mal ausprobieren kann. Ist vielleicht dann nicht 100%, aber zumindest. Klingt für mich auch so. Sorry? Wer da Interesse hat, ich habe dazu auch eine lösungsfokussierte Variante, weil die manchmal, die auf kollegialen Fallberatungen ziemlich auf Problemanalyse gehen können und dann erstens sehr lange dauern und ressourcentechnisch schwierig sind. Ja. Magst du es hier auch wieder posten? Oder kann ich mich dann nicht mitteilen, dann müsstet ihr mich selber mal anstupsen, das ist von einer Kollegin ein PDF. Super, alles klar. Okay, und für mich ist das so ein bisschen die Brücke auch nach rechts. Kollegiale Fallberatung vielleicht auch in einem regelmäßigen Format führt mich zu der Frage, wann zum Beispiel bei euch Bedarf erhoben wird. Und hier sehe ich einmal jedes Mal bei der Planung oder beim Start oder bei dem Beginn einer WB, ich weiß nicht, WB wäre? Weiterbildung. Weiterbildung, okay. Okay. Ja, Weiterbildung. Nach jeder Veranstaltung mit kompetenzbasiertem Fragebogen. Genau, bedarfsorientiert kommt eben drauf an. Das wäre dann nochmal die Frage, wann der Bedarf da ist und wie man erkennt, dass jetzt eine Analyse oder eine Befragung anstünde. Ich weiß nicht, darf ich die oder denjenigen fragen, der es gepostet hat? Oder? Vielleicht noch nicht. Es kommt halt immer darauf an, je nachdem, wie häufig was gebraucht wird oder welches Thema es ist, fand ich schwierig zu beantworten. Also ich habe da nicht ein strukturiertes Vorgehen, dass ich sage, alle 3 Wochen frage ich folgende Person.
Okay, ein Post-it sagt zu wenig, ist noch nicht etabliert. Eines sagt kontinuierliches Monitoring. Da könnte ich, also möchte ich gerne auch noch mal kurz drauf eingehen in den nächsten Minuten und dann vielleicht abhängig vom Format und der Lernreise. Genau, das denke ich ist auch wichtig, dass man schaut, wie man das so ein bisschen einbekommt. Vielen, vielen Dank für alle eure Posts. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, in dem nächsten Panel, dass ich so ein bisschen teile, warum ich auch diese Doppelformulierung agile Lehre und agiles Lernen Hand in Hand habe. Und würde aber vorher noch die Sandra bitten. Du hast die Hand gehoben. Sandra, ich kann dich leider nicht hören. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Leider noch nicht. Magst du es nochmal probieren, Sandra? Oder? Ich glaube, sie schreibt es in den Chat. Aha, okay. Okay. Also vorhin hatte jemand gesagt, er ist in Edge gewechselt und vielleicht klappt das auch bei dir, Sandra. Dann würde ich einfach sagen, ich halte im Hinterkopf, du hast eine Frage oder einen Beitrag oder noch eine Idee und dann schauen wir uns das an, wenn es wieder klappt. Wäre das okay, Sandra? Super. Alles klar. Genau, ich hatte gedacht, ich erzähle so ein paar Minuten darüber, warum ich agile Lehre und agiles Lernen mitbringe und dann können wir vielleicht entweder einfach uns noch über das austauschen, was ihr gerade schon gepostet habt oder eventuell unten habe ich noch ein paar Diskussionsfragen, aber ich habe den Eindruck, ihr seid eh schon so im Thema drin und aktiv, dass wir da gar nicht nochmal extra irgendwelche Fragen brauchen. Also von daher würde ich euch einladen, ich habe jetzt nicht irgendeine PowerPoint zum Teilen mitgebracht, sondern ich würde euch einladen, auf dem Muralboard zu dem ersten Blog da mir zu folgen. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, also ich arbeite bei den Quality Minds, dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, eigentlich ein IT-Dienstleister. Das heißt, wir haben von Business-Analysten über Architekten, Entwickler bis hin zu ganzen Scrum-Teams ein Angebot, wo wir andere IT-Unternehmen darin unterstützen, ihre Projekte entweder selber zu entwickeln oder rechtzeitig fertig zu bekommen oder, das ist eigentlich so unsere Kernkompetenz, langfristig eine Qualitätssicherung sicherzustellen. Vor ein paar Jahren, also gegründet 2012, mit dem Anspruch, selber eine agile Organisation quasi von der Pike auf an zu bauen. Nach ein paar Jahren kam meine Teamleiterin, die Vera, mit an Bord. Die ist promovierte Pädagogin und hat provokant die Frage gestellt. Na, wir hatten das vorhin im Pitch, Organisationen provozieren. Wir wollen eine agile Organisation sein und sind das vielleicht auch in manchen Bereichen oder bemühen uns zumindest drum. Aber wie sieht's denn im Lernen aus? Und da war halt einfach die Praxis damals, dass man Leute extern auf ein Training geschickt hat oder eben Trainings in-house eingekauft hat. Und das waren immer irgendwelche Tagesworkshops oder Wochenworkshops, die zum Teil nicht so der Art und Weise gepasst haben, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, nämlich sehr, sehr schnell und spontan. Und zweitens, wie unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten, nämlich in agilen Teams, also das heißt selbst organisiert und eigenverantwortlich. Und auf einmal schaut man eben dem Trainer beim Durchklicken von Folien zu, kam bei ganz vielen Leuten nicht so gut an. Und das war der Punkt für ein Innovationsprojekt, das angestoßen wurde, wo die Frage gestellt wurde, wir sind agil, wie lernen wir auch agil? Und dabei kam unser agiler Lernansatz bei raus, der eben lernerzentriert funktioniert mit einer Begleitung durch einen, wir nennen es agiler Lerncoach. Also jede Kollegin und Kollege hat einen Lerncoach, der sich in längeren oder kürzeren Abständen mit den Lernenden trifft. Also der längste Abstand sind regelmäßig 3 Monate, also 4-mal im Jahr. Ich habe aber auch Lernende, die ich wesentlich häufiger treffe. Also ich selber arbeite auch als agiler Lerncoach. Inzwischen sind andere Unternehmen im Partnernetzwerk darauf aufmerksam geworden. Wir haben sogar jetzt auch Kunden, die uns schon nur für das Lernen beauftragt haben. Deswegen gibt es also in diesem IT-Unternehmen ein Team, die Quality Learnings. Und da arbeite ich mit drin, eben mit der Vera und anderen Kollegen, diesen Ansatz von einem agilen Lernen und eben auch der Lehre weiterzuentwickeln. Und dieses erste Panel, was ich euch mitbringe, ist so ein bisschen auch eine Geschichte. Also eigentlich sind wir gestartet rechts als Quality Minds bei den Lernzielen und haben gesagt, Lernen muss individualisiert sein und im Kern lernt immer die einzelne Person, der einzelne Mensch. Und wichtig ist, da mit den Lernzielen zu arbeiten, im Sinne von sie überhaupt erstmal bewusst zu machen, zu reflektieren und das ist eben auch mein Job als Lerncoach, diese Frage zu stellen, was möchtest du eigentlich lernen?
Und diese Trennung zwischen Lehr- und Lernziele ist eine, die ihr in der Forschungsliteratur ja wahrscheinlich so nicht gefunden habt. Die haben wir eröffnet und ich denke, das zielt auch so ein bisschen mit in diesen Bereich, weil wir immer sagen, für mich ist ein Lernziel etwas, was ein Lernender für sich oder eine Lernende für sich definiert. Also das heißt, das sind Leistungsanforderungen, die sind entweder bewusst oder auch unbewusst, das kann auch unreflektiert passieren, aber die eben in dem Subjekt und aus dem Subjekt verortbar sind. Und die eigentlich immer, auch bei, wenn wir als Lernende agieren, auch schon früher in der Schule oder so, immer in Relation zu unseren Vorwissen, zu unseren Interessen und Stärken und Schwächen setzen und darauf aufbauend machen. Und in dem gegenüber würde ich die Lehrziele definieren. Und das hat jetzt ganz einfach den Grund, wir merken halt immer wieder, sowohl intern bei den Quality Minds als auch zum Beispiel in anderen Kontexten, es gibt neben dem Lernenden und dem Lerncoach immer auch noch eine dritte Person oder eine Instanz, die zum Beispiel möchte, dass jemand was lernt, dass mein Lernender etwas tut. Und dann spreche ich immer von Lehrzielen, also das ist vorgegeben durch irgendeine lehrende Person zum Beispiel, einen Dozenten, einen Trainer, eine Führungskraft oder einen Ausbilder. Und die Idee ist zu sagen, das ist ja jetzt nicht planlos, das wird nicht einfach eingekippt, sondern das sind in der Regel pädagogisch-didaktisch geplante Ziele, die eben eher davon ausgehen, ich habe hier ein Ziel und ich möchte mit irgendetwas, zum Beispiel mit einer Lerneinheit, dieses Ziel erreichen. In der Regel ist es nicht unabhängig vom Vorwissen einer größeren Zielgruppe, aber doch unabhängig von dem, was eine konkrete Person mitbringt. Das heißt, wir müssen ja sowas planen, weil wir es im Vornherein manchmal noch gar nicht wissen, wer jetzt übermorgen oder in 2 Wochen oder in 6 Monaten kommt. Aber ideal wäre eigentlich meiner Erwartung nach zu sagen, wir haben sowas wie eine Lernumgebung, in der Lehr- und Lernziele eine möglichst große Konvergenzzone haben. Sabrina, du hast dich entweder gemeldet, das weiß ich nicht, aber genau. Ist hier ein Moment, wo ich dazu mal eine Diskussion fragen darf? Ja, klar, gerne. Also erstmal freue ich mich gerade total, dass ich wusste nicht, dass du von Quality Minds bist. Ich hatte mir das schon mal angeguckt mit Nele Graf und E-Learning Summit und so weiter. Meine Herausforderung da ist, dass ich jetzt die Annahme habe, dass manche Lernenden, die sind strukturell nicht gewohnt, dass sie sich das selber aussuchen dürfen. Das heißt, die gucken dich an und sagen, ich weiß aber nicht, was ich lernen soll. Ich muss irgendwas lernen. So. Mhm. Hast du das so erfahren? Ja, total oft. Also wenn die systemisch in irgendwelchen großen Konzernen drin sind, also von wegen treat them as adults und nicht treat them as children, dann kommt derjenige an und sagt, mein Chef sagt, ich soll das lernen. Jetzt sagt er nichts mehr, ich weiß nicht. Puh, schwierig. Und das andere ist, ich habe auch jetzt oft Teams gehabt, die sind ultra motiviert. Es ist super geil, aber die wissen nicht, was sie nicht wissen. Und wenn ich sie dann frage, was wollt ihr lernen, dann sind, das ist wie, wenn du mich fragen würdest, wie ist der Straßenname in, weiß nicht, Bagdad? Ich weiß es nicht, auch wenn ich es noch so geil finde. Das heißt, da sehe ich so ein bisschen meine Herausforderung, wie so eine Art, schon auch Angebote zu machen, wie so ein Buffet hinzulegen und zu sagen, guck mal, du könntest jetzt dies oder jenes oder jenes. Ne, das ist alles irgendwie innerhalb dieses Need to know for your goal. Was ist denn das, wo du sagst, da kannst du jetzt am einfachsten andocken und vielleicht einen schnellen Erfolg erzielen? Oder was willst du, ne, so? Also ich würde... Genau, also ich würde jetzt spontan darauf antworten, wenn es schon ein Ziel gibt und das Team jetzt, bleiben wir bei dem Teambeispiel, und das Team sozusagen den Weg dahin einfach noch nicht definieren kann, dann wäre es tatsächlich für mich an der Zeit, im Unternehmen oder vielleicht gegebenenfalls auch außerhalb vom Unternehmen jemanden zu organisieren, wenn ich selber nicht die Fachlichkeit dabei habe, der dem Team hilft, da drauf zu schauen. Das erste Beispiel, das du aber gebracht hast, war ja quasi eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der die Frage gestellt bekommt, möchtest du was lernen? Und dann sagt, ich weiß eigentlich nicht was. Das ist aber was anderes. Es gibt offensichtlich kein Ziel, auch kein Ziel, das es zu erreichen gibt. Und dann müsste man vielleicht nochmal einzeln dran schauen und sagen, okay, es ist halt ein Angebot. Also zum Beispiel, ich würde jetzt sagen bei meinen Kollegen intern bei Quality Minds, es ist immer ein Angebot. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt nichts zu lernen, ist es für mich genauso okay, wie wenn jemand sagt, ich habe zu viele Lernziele und dann müssen wir es durch priorisieren.
Ich würde ganz kurz, ihr Lieben, ich sehe, es gibt ganz, ganz viel Bedarf. Die Frage stellen, wollen wir jetzt gleich in die Diskussion, weil wir haben nur noch 10 Minuten. Wollt ihr, dass ich noch ein bisschen was zu diesen 3 Bubbles in der Mitte sage? Ganz kurz die Abfrage per Zeichen. Wollen wir gleich in die Diskussion? Dann Daumen jetzt hoch. Soll ich noch ein bisschen was eindaumen? Ich bin echt mit Big Blue Button irgendwie nicht auf grün, weil ich gar nicht so viele Leute jetzt sehe. Das ärgert mich immer, wenn Pop-up-Fenster meine Optionen verdenken. Also, wer möchte, dass wir jetzt gleich in die Diskussion gehen? Kurz den Daumen hoch, bitte. 2 Daumen. Wer möchte, dass ich noch kurz was erzähle und dann in 5 Minuten die Diskussion stattfindet? 3 Daumen. Kurze, kleine, dünne Mehrheit. Okay, dann würde ich jetzt ganz kurz noch weitergehen. Also, wichtig ist für uns, haben wir festgestellt, diese Unterscheidung zwischen Lernzielen auf der individuellen Ebene entstammt dem einzelnen Lernenden und Lehrzielen, die sich eben ergeben, zum Beispiel aus dem Wunsch eines Teamleiters, einer Geschäftsführung oder aus auch gesetzlichen Richtlinien, so etwas wie DSGVO-Schulungen. Oder neulich habe ich mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die müssen ihrem Kunden garantieren, dass 88% ihrer Lernenden ein gewisses Dokument durchgeklickt haben. Das ist jetzt nicht toll, aber ist eben auch so eine Art verstecktes Lehrziel. Und wichtig ist in meinen Augen, dass wir beides verschränken, auch mit dem Blick auf den Lernbedarf. Also ich finde eigentlich sehr für mich, wie das oben versucht wurde, so symbolisch zu machen, das wie 2 Hände. Also auch, wie es vorhin gesagt hat in der Sektor- oder Seltersrunde, auch wenn es darum geht, ein Lehrangebot zu designen, sollte in meinen Augen der Lernende immer im Zentrum stehen. Und deswegen habe ich es versucht, in diesen 3 Blasen hier mal zu symbolisieren, weil was ich ganz häufig sehe, ist, dass wir uns sehr, sehr viel Gedanken über das Wie und das Was machen. Also, dass wir eben zum Beispiel Methodik, Lehrmethodik, Didaktik und so weiter formulieren, durchwälzen, auch da nah an der Forschung sind, dass wir auch sehr viel Gedanken uns drüber machen, was bieten wir den Lernenden an. Aber wer ist eigentlich sozusagen unser Lernender oder unser Lerner? Das ist tatsächlich eher, sage ich mal, selten der Fall. Und ich würde mir wünschen, beziehungsweise sehe das auch tatsächlich in vielen Projekten, dass das schon in Zukunft so passieren wird, noch mehr als es heute der Fall ist, dass das eigentlich ein Dreiklang ist, der sich darum bemüht, Lernende, Prozesse und Inhalte kontinuierlich miteinander abzustimmen und weiterzuentwickeln. Wir haben da ja vorhin schon auf dem Panel einiges gesehen, was man machen kann von eben kollegialer Fallberatung, direkten Interviews. Und das wäre, da wäre ich dann eigentlich schon auch gleich am Ende meines Inputs rechts, etwas, was ich von unseren DevOps dann gelernt habe, also die Symbiose zwischen Development und Operations, die wir eigentlich fast in allen neueren IT-Projekten so fahren. Das heißt also, man hat nicht mehr auf der einen Seite die Leute, die irgendwas entwickeln, die schmeißen es über den Zaun und dann haben wir auf einmal die Leute, die da sich darum kümmern, dass das auf den Servern gut läuft und die den Support machen, sondern idealerweise geht das Hand in Hand. Also die sitzen auch in einem Team. Und so könnte ich mir oder würde ich mir das auch wünschen, dass wir das mit der Analyse halten. Das heißt also, wenn wir merken, wir haben einen Lehrbedarf, ist vielleicht der Ausgang die allergrößte oder wichtigste Sache, wie wir es auch gesehen haben, für eine Weiterbildung oder für ein Training oder für ein Angebot, erstmal genau zu schauen, was wünschen sich die verschiedenen Stakeholder und vielleicht als wichtigste Gruppe eben die Lernenden, dass wir mal ein erstes MVP entwickeln, das vielleicht auch implementieren, dann engmaschig auswerten und aber eigentlich nie damit aufhören. Also immer denken, so ein Angebot entwickelt sich weiter. Und da ist eben für mich das Wichtige, dauerhaft auch das Lerncoaching, sprich das agile Lernen, mit zu implementieren. Und diese ganz persönliche Frage, was möchtest du denn auch im Rahmen eines solchen Ermöglichungsraums, den die agile Lehre vielleicht bieten kann, selber lernen? Also das heißt, idealerweise geht für mich auch dieses Bündel an Tools oder Analysemethoden, das wir oben gesehen haben, Hand in Hand. Also sprich von einer vielleicht flächendeckenden Befragung oder Erhebung mit Fragebogen bis hin zu einem ganz persönlichen Gespräch, unstrukturiert im Lerncoaching. Genau, das vielleicht so als kleinen Input, Impuls, den ich mitbringen wollte. Ich hätte jetzt noch ein Praxisbeispiel, da können wir vielleicht drüber reden, wenn sich die Zeit noch ergibt, würde aber jetzt zu der Diskussion gleich übergehen und einfach das Mikrofon öffnen. Vielleicht ist jetzt auch Sandra wieder so zugeschaltet, dass man sie hören kann. Leider noch nicht. Mist.
Vielleicht magst du es in den Chat schreiben und wir versuchen die Frage dann so gemeinsam zu diskutieren. Carina hat ja auch noch eine Frage im Chat. Okay. Ich habe geschrieben, ob das, ob dein Modell hier, wie was wer, an das Constructive Alignment angelehnt ist. Ah, gute Frage. Das kenne ich jetzt nicht, das Constructive Alignment Modell. Also von daher, vielleicht, wenn du es kurz entweder vorstellst oder wenn wir also die Frage gemeinsam ja, wenn ich das jetzt so schnell kann. Die Idee ist, dass Prüfungsformen und Lehrinhalt zu dem passen muss, was später was später gelernt wird. Also das Learning Outcome muss mit den Lehr- und Lernaktivitäten übereinstimmen und die Prüfungsform muss dazu passen. Diese drei Dinge ergeben dann ein Bild, ist so ein großes Dreieck. Also dass das alles ineinander greift, um möglichst, damit der Outcome am größten ist für alle. Also ich denke nicht so sehr gerne in Prüfungskategorien. Auch das habe ich immer wieder natürlich mit Kolleginnen, die halt Zertifikate brauchen, weil wir das auch in Kundenprojekten vorweisen müssen. Irgendwelche, ja, eben Zertifizierungen. Ich meine Prüfungen in dem, also das heißt ja immer an der Uni Prüfung, Leistung, aber es geht eher darum, dass du das Lernziel nochmal überprüfst, also guckst, ist es erreicht, dass es eine Aufgabe, ein Projekt, eine Übung dazu gibt, wo du als Lehrender sehen kannst, ist es erreicht worden, was ich eigentlich beibringen wollte. Und das ist... Also vielen Dank für die Frage, Carina. Mein schönstes Moment war tatsächlich in einem Kundenprojekt. Das war ein größeres Projekt, wo wir mit 25 Pilotlernern gestartet sind. Und der Projektleiter, nachdem wir einige Wochen mit ihm gearbeitet haben und zu dem Punkt kamen, Zertifizierung, wie sieht die aus? Die wollten das sichtbar machen, dass die Leute teilgenommen haben. Und dann der Projektleiter gesagt hat, okay, ich verstehe es, beim agilen Lernen und Lehren geht es nicht darum, dass alle dasselbe am Ende können, weil die auch in unterschiedlichen Bereichen das anwenden sollten, was sie mit so einem Problem-Based Learning-Ansatz da gelernt haben. Und dann hat er den Satz gesagt, ich verstehe, es gibt für jeden eine Ziellinie, aber die sieht für jeden anders aus, die liegt woanders. Und dann sind wir tatsächlich in dem Projekt so vorgegangen, dass wir am Schluss ein Interview gemacht haben in den Lernteams, die hatten so Scrum-Lernteams mit mir als Lerncoach. Und wir haben am Schluss jeweils quasi einen Summary basierend, was sie getan haben, zusammengestellt. Und es gab quasi vorne so einen, ich sage jetzt mal, so eine Art Startrampentext, also so und so war dieses Konzept angelegt. Und jetzt kommt quasi das aufgeführt, was der Teilnehmer oder die Teilnehmerin gemacht hat und was sie kann. Und was sie konnte und gemacht haben und was sie können, das haben sie aber selbstbestimmt entwickelt in Zusammenarbeit mit diesem Team rund um den Projektleiter, dem Orga-Team. Ja, aber das widerspricht ja diesem Modell nicht, ne? Also nee, genau, nein, quasi, genau. Dass es genau das ist, was du gelernt hast, was du dann zeigen sollst. Genau. Deshalb dachte ich halt, weil das erinnert mich so daran, dieses Wer, Was, Wie, dass es quasi dahin führt, dass du dann Dinge suchst, woran sie genau diese Kompetenzen, Fähigkeiten, alles, was sie sich angeeignet haben, zeigen. Okay, jetzt sehe ich noch Silvios Frage. Also nein, ich arbeite jetzt nicht speziell mit DAC3-Mindeststandards. Vielleicht eher so. Eigentlich ist das immer Teil auch, finde ich, einer guten Bedarfsanalyse, was die Standards sozusagen... okay, jetzt flogen hier. Ach so, das sind jetzt nochmal extra, sorry. also nein, ich würde immer sagen, ich arbeite immer dann mit den Standards, die ich zum Beispiel beim Kunden, und für mich sind Kunden sowohl Leute, die mich beauftragen, als auch eben die Lernenden oder eben Leute in den Fachabteilungen, die mit den Lernenden arbeiten, zusammen zu tun haben, und arbeite da immer möglichst genau raus. Zum Beispiel, also das finde ich das Tolle, wir haben eben Leute im Unternehmen, die auch als Agile Coaches unterwegs sind oder im agilen Requirements Engineering. Wir hatten vorhin schon das Mapping, was wir häufig machen, ist auch Lehrstory Mapping oder Impact Mapping, wo man eben sowohl Leute aus den Fachabteilungen, aus der Personalabteilung oder eben auch die Lernenden selber mit einbeziehen kann, um zu fragen, was sind denn die Lernthemen und in welcher Tiefe, mit welchen Lernzielen operieren wir hier eigentlich? Und das sogar manchmal schon mit Lernenden, bevor die den ersten Tag gelernt haben.
Jetzt sehe ich gerade, wir sind am Ende von der Zeit, aber wir haben hier genau die Frage zum Beispiel, was willst du wirklich, wirklich lernen? Genau, die angelehnt an die, was willst du wirklich, wirklich? Ich glaube, da ist der Bergmann so im Hintergrund. Genau, ganz kurz, ich weiß nicht, jetzt ist leider die Zeit eben schon vorbei. Gibt es aber trotzdem noch von euch so letzte Fragen? Jetzt hören wir dich nicht mehr. Hallo, hallo, hört ihr mich wieder? Ja. Komisch, irgendwie springt hier ab und zu mein Mikro auf stumm, ohne dass ich was tue. Egal. Was ich gefragt habe, ist, ob ihr noch Fragen, Anmerkungen, Gedanken habt, so bevor wir hier, ich weiß nicht, rausgeworfen werden oder die Session einfach abgeschlossen wird. Ich glaube, wir müssen selber gehen. Okay. Okay, super. Wenn es keine Fragen mehr gibt, wir können uns auch später vielleicht noch auf der Insel unterhalten. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgeschrieben habt. Ich versuche irgendwie einen Screenshot von dem Muralboard ins Etherpad reinzubuxieren, sodass ihr es auch im Nachgang noch anschauen könnt. Aber das Board lasse ich einfach offen und ihr könnt da weiter drauf schauen. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Entschuldigung, Sandra, dass es nicht geklappt hat. Irgendwie, vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Okay.